Der Begriff Rücken bedeutet in Deutschrap Schutz oder Rückhalt. Und wenn ich euch fragen würde, wer diese Rückenpolitik ins deutsche Rap-Game gebracht hat, dann würden die meisten von euch einen Namen nennen. Und zwar Bushido. Denn viele sind der Meinung, dass er der erste deutsche Rapper war, der sich mit Leuten aus dem Milieu verbunden hat, um sich dadurch Vorteile zu verschaffen. Da sich dieses Gerücht sehr hartnäckig hält, durchleuchten wir heute chronologisch die Karriere von Bushido, untersuchen alle öffentlichen Quellen zum Thema Bushido und Arafat und stellen uns dabei eine Frage. War Arafat wirklich der Rücken von Bushido? Bushidos Karriere begann im Jahre 1998, als er zusammen mit seinem Freund Vader das Rap-Duo Search and Defeat gründete und ein kleines Home-Studio zu Hause einrichtete, um seine ersten Songs aufzunehmen und zu produzieren. Kurz darauf lernte Bushido über einen gemeinsamen Freund, den Rapper Orgy, kennen, der seine ersten Tracks bei Bushido im Kinderzimmer aufnahm. Da sie viel Zeit miteinander verbrachten, gründeten Bushido und Vader gemeinsam mit Orgy die Crew 030 Squad und nahmen ihre ersten Demokassetten auf, die sie in begrenzter Stückanzahl auf den Straßen von Berlin verkauften. Sie machten jeden Tag Musik, besuchten die ersten Hip-Hop-Partys und erweiterten dadurch ihr Kreis, so dass Bushido Leute wie Frauenarzt, Bass Sultan Hengst oder Debo kennenlernte. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach ihrer Musik gründeten sie das Independent-Label Isle of Money, auf dem Bushido im Jahre 2001 sein erstes Solo-Tape namens Kings of Kings veröffentlichte. Das Tape wurde im legendären Berliner Hip-Hop-Laden Downstairs verkauft, wodurch der Besitzer und Mitgründer von Agro Berlin namens Halil auf Bushido aufmerksam wurde und ihm einen Vertrag bei dem frisch gegründeten Label Agro Berlin anbot, den Bushido unterzeichnete. Damit war Bushido das erste Mal vertraglich an ein Label gebunden und am Anfang lief noch alles reibungslos. Bushido war auf der Sampler-EP Ansage Nummer 1 im Jahre 2002 vertreten und im Oktober 2002 erschien dann das Kollabo-Album CCN gemeinsam mit Flair über Agro Berlin, das jedoch noch nicht in die Charts einsteigen konnte. Doch im Juni 2003 gelang es Bushido dann mit seinem Debütalbum Vom Bordstein zu Skyline als erster Künstler des Labels in die Charts einzusteigen. Nach der Veröffentlichung der zweiten Ansage im Januar 2003 wurde dann im Dezember 2003 der Label-Sampler Agro Ansage 3 released, der zu einem riesigen Erfolg wurde. Denn der Weihnachtssong von Sido war die erste Agro Berlin-Veröffentlichung, die regelmäßig im deutschen Fernsehen gezeigt wurde. Dadurch konnte sich die Ansage über 60.000 Mal verkaufen. Und da sie immer erfolgreicher wurden, zeigten auch langsam Major-Labels Interesse an einer Zusammenarbeit mit Agro Berlin. Die Labelgründer von Agro führten daraufhin Gespräche mit Universal Music. Doch Agro entschied sich gegen eine Zusammenarbeit mit dem Musikgiganten Universal, sodass Universal versuchte, Bushido als Solokünstler unter Vertrag zu nehmen. Bushido war sowieso schon unzufrieden mit der Labelarbeit von Agro, da sie ihren Hauptfokus auf Sido legten. Da Bushido aber einen laufenden Vertrag bei Agro Berlin hatte, konnte er nicht zu Universal wechseln, solange Agro Berlin ihn nicht gehen ließ. Also versuchte er sich irgendwie mit den Chefs von Agro zu einigen. Doch anscheinend wollte Agro ihn nicht gehen lassen und das Anfechten eines Vertrages könnte Jahre dauern. Deshalb musste sich Bushido etwas einfallen lassen, um schnell aus dem Vertrag herauszukommen, um bei Universal unterschreiben zu können. Und ab da an kam Arafat ins Spiel. Bushido scheint enge Verbindungen zur Berliner Unterwelt zu haben. Laut dem Magazin Stern soll der Entertainer nicht nur Immobilienprojekte mit einem Clan betreiben, sondern sich lebenslang an eine libanesisch-palästinensische Großfamilie gebunden haben. Arafat und seine Brüder waren laut den Medien in den frühen 2000er Jahren im kriminellen Milieu aktiv und sollen dafür bekannt gewesen sein, Dinge auf der Straße zu klären und sich durchzusetzen. Da Bushido das wusste, ging er im Mai 2004 zu Arafat ins Café, erzählte ihm von seiner Labelsituation und bat Arafat um Hilfe. Noch am selben Tag gingen sie dann zum Büro von Agro Berlin und ab diesem Zeitpunkt erzählten beide Parteien eine unterschiedliche Geschichte. Laut Bushido sind nur er und Arafat zum Büro gefahren, wo Arafat Ohrfeigen verteilte und die Chefs von Agro Berlin, Halil, Spectre und Speichel dazu zwang, eine Auflösungsvereinbarung für Bushido zu unterzeichnen. Agro Berlin dagegen erzählt die Geschichte ganz anders. Sie zeigten Bushido im Jahre 2021 wegen schwerer räuberischer Erpressung an.
Und laut ihren Aussagen soll Bushido mit Arafat und 6 weiteren Männern ins Studio gekommen sein. Einer der Männer soll ein machetenartiges Messer mitgeführt haben. Und Arafat soll als erstes Spectre unter Androhung von Gewalt zur Unterschrift unter den Auflösungsvertrag gezwungen haben. Dann sei Khalil dazugekommen, der einen Schlag ins Gesicht bekommen haben soll. Auch er unterschrieb den Vertrag, jedoch nicht mit seinem Namen. Statt Khalil schrieb er das Wort Hayir, was auf Türkisch Nein bedeutet. Danach sei Speicher erschienen und ebenfalls unter Gewaltandrohung zur Unterschrift gezwungen worden. So wie die Gründer von Agro Berlin die Story erzählten, wurde sie auch in Bushidos Film und in seinem Buch verewigt. Doch ob nun 6 Männer und Waffen anwesend waren oder nicht, Fakt ist, dass sich alle bei einer Sache sicher waren. Arafat sorgte dafür, dass Bushido von Agro Berlin weg konnte, um seine Solokarriere zu starten. So unterschrieb Bushido bei Universal, bekam sein eigenes Label namens Erstguter Junge und wurde als erster deutscher Gangster-Rapper, der auf einem Major-Label war, innerhalb von kurzer Zeit zum größten Künstler in der Szene. Er gewann unzählige Awards, verkaufte Hunderttausende von Platten und Arafat war immer an seiner Seite. Doch laut Bushido war das Verhältnis zu Arafat erzwungen. Er behauptete, dass er nur aus Angst eine Geschäftsbeziehung mit Arafat eingegangen sei, weil Arafat ihn aus dem Vertrag mit Agro Berlin geholfen habe. Die unter euch, die Bushidos Karriere von Anfang an mitverfolgt haben, wissen aber ganz genau, dass diese Aussage eine Lüge ist. Denn von Anfang an war klar ersichtlich, dass Arafat und seine Familie dafür gesorgt haben, dass niemand Bushido ein Haar krümmen konnte. Das zeigen etliche Beefs, die Bushido seit dem Start seiner Karriere hatte. Angefangen bei Chanel. Im Jahre 2004 disste er gemeinsam mit seiner Gruppe 030 Gangster Click Sido, B-Tight und Bushido auf ihrem Mixtape Dreckstape Nummer 1 und äußerte sich in Interviews negativ über Bushido. Laut Bushido habe Chanel sogar seine Mutter in einem Interview mit Rap.de beleidigt. Leider konnte ich das besagte Interview nicht mehr finden. Doch aufgrund der zahlreichen Disses von Chanel wurde Bushido im März 2005 in einem Interview auf Chanel angesprochen, so dass wir das erste Mal hören konnten, wie Bushido öffentlich mit seinen Freunden drohte. Besteht Beef zwischen dir und Chanel? Ja, wenn ich ihn treffen sollte, so, ich hoffe, ich treffe ihn mal so, wenn ich mit irgendwie so ein paar Leuten unterwegs bin, so, ich würde ihn auf jeden Fall totschlagen, glaube ich. Ein paar Leute so aus meinem Bekanntenkreis suchen ihn auch auf jeden Fall. Wenn wir dich sehen, Chanel, so, dann weißt du sowieso, was passiert. Ich meine, wir sind ja alles Berliner, ich muss dir ja nicht erzählen, was mit so Leuten passiert, die so eine Sache machen wie du, weißt du? Diese Drohung hatte Chanel gehört und rief einen Monat später bei einem Radiosender an, bei dem Bushido gerade live ein Interview führte. So entstand ein kurzes Gespräch zwischen den beiden, bei dem Bushido am Ende wieder indirekt mit seinen Freunden drohte. Ey, was los, Alter? Ich hab gehört, hier ein paar Leute im Internet haben mir gesagt, dass du irgendwelche Drohungen ausgespuckt hast. Du hast meine Mutter beleidigt, Junge. Ey, hör mal zu, Ennis, Alter. Ich bin ein Mann. Wenn ich deine Mutter beleidigt hätte, würde ich das sagen. Ich habe nie deine Mutter beleidigt. Geh doch auf rap.de, geh doch das Interview gucken, du Idiot. Du bist Berliner, du erzählst immer, du weißt, wie es in Berlin abgeht. Dann weißt du auch, was mit Leuten wie dir passiert, okay? Alles klar, ciao. Nach meinen Erkenntnissen blieb es nur bei den Drohungen, da Chanel nicht mehr oft in Berlin war. Du quatschst nur auf Musik, du Hampelmann. Was Elektro-Ghetto, du Hampelmann? Doch beim nächsten Streit wurde zum ersten Mal ein Kontrahent von Bushido angegriffen. Und zwar beim Beef gegen Flair. Wie bereits am Anfang erwähnt, unterschrieb Bushido bei Universal Music, nachdem sein Vertrag bei Agro Berlin gewaltsam aufgelöst wurde. Im Oktober 2004 wurde dann Bushidos zweites Album namens Electro Ghetto veröffentlicht, auf dem einige Seitenhiebe an Agro Berlin zu finden waren. Kurze Zeit später veröffentlichte Echo Fresh seinen legendären Abrechnungstrack, auf den Flair im selben Monat mit dem Song Hollywood Türke antwortete. In diesem Song wurde auch das erste Mal Bushido von Flair gedisst, woraufhin Bushido und Echo Fresh Anfang 2005 mit dem Song Flairita antworteten. Was für eine legendäre Zeit. Doch der Beef zwischen Bushido und Flair eskalierte immer weiter, bis es im Jahre 2007 zu einem Angriff kam. Denn im November des besagten Jahres zerriss Flair vor laufender Kamera live bei MTV ein Bushido-Plakat und disste ihn dabei. Daraufhin wurde Flair im MTV-Gebäude von 2 maskierten Männern mit Messern angegriffen. Der Angriff konnte zwar von Flairs Personenschützer abgewehrt werden, doch es wurde sehr schnell klar, dass der Angriff von Bushidos Seite kam. Doch Bushido dementiert bis heute, dass er der Auftraggeber war und gab sogar bei der Polizei an, dass Arafat ohne sein Wissen den Auftrag gegeben hat. Dies zeigen auch Aktenauszüge aus dem Jahre 2019, die Flair ein Jahr später veröffentlichte, in denen zu lesen war, was Bushido bei der Polizei aussagte. Laut Bushido soll Arafat live mit angesehen haben, wie Flair das Poster zerriss und rief ihn daraufhin an.
Bushido selbst habe die Sendung nicht live mitverfolgt und meinte, dass Arafat einfach drauf scheißen solle. Doch Arafat soll die Tat trotzdem durchgezogen haben. Leider können wir heute nur spekulieren, ob Bushido von der Tat wusste oder nicht. Fakt ist aber, dass Bushido jahrelang offen dazu stand, dass die Attacke auf Flair aus seiner Ecke kam. Dies konnte man beispielsweise in einem Statement hören, das einige Monate nach der Tat von Bushido veröffentlicht wurde. Dann war es halt so, dass ich mir mit meinen Freunden zusammen überlegt habe, so, dass da jetzt auf jeden Fall Schluss sein wird. Du hast doch bei mir angerufen, Flair. Du hast doch gesagt, bitte Bushido, ich habe Angst um mein Leben und so. Ey, was machst du da? Ich habe dieser Flair, ich habe damit nichts zu tun, Alter. Ich kann nichts dafür, dass du irgendwann mal die Rechnung kassierst für das, was du von dir gibst, okay? Und als sich Flair und Bushido im Jahre 2009 wieder versöhnten, konnte Bushido es nicht sein lassen und fing sogar an, vor laufender Kamera über die Tat zu reden, während Flair anwesend war. Warum vergleichst du die Kacke mit diesem scheiß Jay-Z Nas-Beef? Warum redet ihr so respektlos über so eine Freundschaft, über einen Krieg, über der Junge wäre fast abgestochen worden und so, weißt du, das war kein Spaß. Wo er bei Akku Berlin war, wo er mich gedisst hat, wo ich ihn gedisst habe, weißt du, ich meine, wo ich gesehen habe, dass er vor irgendwelchen Typen weggelaufen ist, die ihn abstechen wollten und so. Die du ihm geschickt hast? Als ob ich hier sitze und sage, ja, weil ich beauftrage irgendwelche Auftragsmörder, das ist so ein Quatsch. Nein, Mann, ich habe mit so einem Scheiß nichts zu tun. Durch genau solche Aktionen wurden Bushido und sein Umfeld von vielen aus der Szene gefürchtet. Und es schien so, als ob Bushido daran Gefallen fand. Denn schon im Jahre 2006 verewigte er den Nachnamen von Arafat im Song Sonnenbank Flavor und nahm Arafat und seine Brüder zu jeder Awardshow und auf jeder Tour mit. Dadurch wurde Arafat immer mehr in der Öffentlichkeit sichtbar, sodass ein Ereignis im Jahre 2008 dafür sorgte, dass die Presse erstmals über Arafat berichtete. Die hat uns Bilder vorgelegt und da habe ich den wiedererkannt und da hat sie mir gesagt, mit wem wir da zu tun haben. Wer hat sie niedergeschlagen? In dem Fall war es Abu. Arafat Abu C. soll der Täter sein. Wir recherchieren im Internet und stoßen sofort auf den Namen Bushido. Ein enger Freund des Rappers, heißt es da. Und dadurch wurde im Jahre 2009 erstmals für die Öffentlichkeit sichtbar, dass Bushido Kontakt zu der Unterwelt hatte. Ab diesem Zeitpunkt begann die Presse Fragen zu stellen. Und es entstand eine regelrechte Jagd gegen Arafat und seine Brüder. Vor allem Spiegel TV begann regelmäßig über Bushido und seinen, wie sie es nennen, Clan zu berichten. Arafat und seine Familie versuchten sich zwar gegen die negative Presse zu wehren, doch Bushido verewigte Arafat in seinem Buch und in seinem Film, nahm ihn oft auf öffentliche Veranstaltungen mit und sorgte dafür, dass Arafat vor Gericht als Person des öffentlichen Lebens anerkannt wurde. Somit konnte die Presse ab dem Jahre 2010 Arafat und seine Familie namentlich nennen und unzensiert zeigen. Doch im Gegensatz zu Arafat genoss Bushido den Ruhm und die negative Presse. Ich habe gehört, du bist auch in der Mafia. Wie läuft das? Hast du so nicht so alles über mich gehört? Ich bin nicht in der Mafia. Ich habe aber einen sehr, sehr guten Freundeskreis. Also wir sind Freunde, die zueinander halten. Und ich habe jetzt auch nichts dagegen. Also wenn ich jetzt auf der Straße rumlaufe und Leute irgendwie mir Platz machen im Restaurant, weil sie irgendwie denken, ich gehöre zur Mafia, so, man hat ja auch seine Vorteile. So, ne? Also alles okay, Alter. Denn durch Arafat und seine Familie war Bushido eine Zeit lang unantastbar und konnte sagen und machen, was er wollte, weil nur die wenigsten bereit waren, Bushido anzupissen. Und das nutzte er sehr oft aus. Kein Problem, Steiger. Du weißt, weil es gibt so bestimmte Leute, mit denen kannst du dich ja gerne an den Tisch setzen. Mit denen kannst du dann verhandeln. Ja, aber gehört nicht, dass du dann draufzahlst, Alter. Wir sind ja, klar, sehr gerecht. Wir sind immer gerecht, Alter. Einer, der die Machenschaften von Bushido und Arafat hautnah miterleben durfte, war K1. Er stand ab dem Jahre 2007 bei Bushidos Plattenlabel Erst guter Junge unter Vertrag und releaste dort seine ersten beiden Soloalben und ein Kollabo-Album mit Bushido und Flair. K war 5 Jahre lang an der Seite von Bushido und Arafat, bis es im April 2012 zum Bruch kam. Laut den Aussagen von K1 verlangten Bushido und Arafat zu viel von Ks Einnahmen, weswegen er über Nacht Berlin verließ. Um K zu provozieren, ließ sich Bushido den Namen K1 beim Patentamt sichern und dadurch entstand ein Streit, der zunächst nur auf sozialen Medien geführt wurde, bis K1 regelmäßig Drohanrufe bekam und deshalb zur Polizei ging. Die konnten ihnen aber nicht weiterhelfen, sodass K anfing, mit der Presse zu reden. Er behauptete, dass Bushido maskierte Männer auf ihn geschickt habe, die ihn auflauerten und mit Messer bedrohten, während er durch Berlin fuhr. Dabei soll K1 erkannt haben, dass die Täter Familienmitglieder von Arafat waren. Aufgrund der Vorwürfe griff Bushido zu juristischen Mitteln, sodass im Oktober 2013 ein Gerichtsurteil gegen K1 erlassen wurde, das K untersagt, jemals wieder zu behaupten, dass Bushido der Auftraggeber war. Sollte er sich nicht daran halten,
drohten ihm eine Strafe von 250.000 Euro oder 6 Monate Gefängnis. Durch den Angriff stand K1 ab dem Jahre 2013 monatelang unter Polizeischutz, bis K im August den Song Nichts als die Wahrheit veröffentlichte, in dem er das erste Mal Bushido disste. Daraufhin kündigte Bushido noch am selben Tag einen Antworttrack an, auf den die Fans 3 Monate warten mussten. Währenddessen wurden die Bedrohungen gegen K1 immer krasser, sodass er sich im Oktober dazu entschloss, bei Stern TV über Arafat und Bushido auszupacken. Durch diesen Auftritt bei Stern TV wurde K1 über Nacht von vielen aus der Szene gehasst. Und als dann noch 1 Monat später Bushidos Diss-Song Leben und Tod des Kenneth Glöckners erschien, kehrte fast die gesamte Szene K1 den Rücken. Doch auch wenn Bushido als Sieger aus dem Battle hervorging, hörte er nicht auf, K und seine Familie zu beleidigen, sodass sich K ein Jahr später dazu entschied, noch einen Diss-Song gegen Bushido zu veröffentlichen. Im November 2014 erschien dann der Song Tag des jüngsten Gerichts, in dem K1 gnadenlos Bushido und jeden, der ihn über die Jahre schlecht erwähnt hatte, disste. Und der Track kam sehr gut in der Szene an. Doch K musste das Lied und das dazugehörige Video 1 Monat später auf Anweisung des Berliner Landgerichts entfernen, da K von der Frau von Bushido, die auch im Song erwähnt wurde, verklagt wurde. Nach dem zweiten gerichtlichen Urteil von Bushidos Seite gegen K1 wurde es dann langsam ruhiger zwischen den beiden. Und ab dem Jahre 2015 gab es dann nur noch ab und zu ein paar kleine Seitenhiebe. Doch 2015 ist das Jahr, in dem ein Beef entstand, den K1 ausgelöst hatte, als er noch mit Bushido befreundet war. Sehr viele sind der Meinung, dass genau dieser Streit dafür gesorgt hat, dass erst guter Junge langsam zerbrach. Denn der folgende Beef eskalierte so krass, dass sogar geschossen wurde. Und zwar der Beef gegen Manuelsen. Der Streit begann im Jahre 2008, als K1 einen Streit mit Manuelsen über MySpace hatte. K schrieb damals, dass Manuelsen wahrscheinlich aus einem SOS-Kinderdorf stammt, weil Manuelsen ein Adoptivkind war. Daraufhin beleidigte Manuelsen K und seine gesamte Familie, sodass wenig später Bushido bei Manuelsen anrief und ihn bedrohte. Laut Manuelsen meinte Bushido am Telefon, dass er seine Villa mit Manuelsens schwarzer Haut tapezieren werde, wenn Manuelsen einmal nach Berlin kommt. Doch Manuelsen fuhr im April 2008 trotzdem nach Berlin und ging in das Café von Arafat, um den Streit mit einem klärenden Gespräch aus der Welt zu schaffen. Bei dem Treffen soll Bushido sehr respektlos gegenüber Manuelsen gewesen sein. Doch Arafat soll Bushido zurechtgerückt und dafür gesorgt haben, dass sich Bushido, K1 und Manuelsen die Hand reichten. Damit war der Beef 8 Jahre lang begraben, bis Shindy am 15. September 2014 das erste Mal wieder negativ in einem Interview mit hiphop.de über Manuelsen sprach. Im Interview beschwerte sich Shindy über Künstler, die wieder anfangen zu rappen, obwohl sie ihre Karriere bereits beendet hatten, und nannte Manuelsen als Beispiel, da dieser im Jahre 2008 für eine kurze Zeit sein Karriereende bekannt gegeben hat. Manuelsen hat das auch gemacht, falls du dich erinnerst an diesen, ich weiß nicht, langen Track ging, glaube ich, 14 Minuten oder so. Die fangen dann einfach wieder an, als wäre nichts gewesen. Also ich will jetzt mindestens einen genauso langen Track, warum er wieder anfängt. Okay, das ist gut. Doch Manuelsen ging zunächst nicht darauf ein, bis am 26. September, nur 11 Tage später, ein schriftliches Interview von Shindy auf allgood.de erschien, in dem er seine Aussage wiederholte. Er sagte, ich finde diese Rücktritte von Rücktritten ganz schlimm. Genau wie bei Manuelsen. Wenn du zurücktrittst und es niemanden interessiert, dann hast du halt Pech gehabt. Normalerweise behalte ich sowas für mich. Aber im Moment hat es mich halt krass aufgeregt. Als das zweite Interview veröffentlicht wurde, schrieb Manuelsen eine Ansage bei Facebook in Richtung Shindy und drohte ihm. Unter dem Post ging er auf einzelne Kommentare ein und schrieb unter einen Kommentar, ich f*** ihn. Daraufhin antwortete Shindy auf Twitter, ich f***e und werde nicht gefickt. Absolut egal, wer was will. Bin am Dienstag in Köln und wer nur ein Haar auf seinem Sack hat, soll kommen. Die Situation wurde wenig später hinter den Kulissen geklärt. Doch am 10.10.2014 wurde dann die Single Sterne von Shindy und Bushido veröffentlicht, in der Manuelsen einen Diss gegen sich raushörte, weswegen er wieder anfing, schlecht über Bushido und Shindy zu reden. Da sich die Situation immer mehr zuspitzte, mischte sich ein Rapper ein, der dafür sorgte, dass der Beef gewaltsam wurde. Am 23.12.2014 veröffentlichte TV Straßensound ein Interview von Hamad45, der ein guter Freund von Manuelsen war und dessen Familie schon seit Jahren einen Streit mit Arafats Familie hatte. In diesem besagten Interview wurde Hamad auf Bushido angesprochen. Und da er zu Manuelsen stand, äußerte er sich erstmals abfällig über Bushido.
Bushido, er hat alles geschafft, aber jeder weiß, der Typ ist kein Gangster. Der verkauft den Leuten einen Film. Der ist kein Straßenrapper. K1 macht keinen auf Gangster, aber Bushido macht einen auf Gangster. Bushido ist nicht wie ich. Bushido wird auch niemals wie ich sein und er war auch nie wie ich. Deswegen soll er eigentlich aufhören mit diesen Gangsterfilmen. Ein Hammad ist jetzt da, der erzählt euch richtig und ich werde 100.000 CDs inshallah bald verkaufen. Nach diesem Interview stichelte Hammad immer weiter in Richtung Bushido, was dazu führte, dass er von Arafat angerufen wurde und ein Streit zwischen Arafat und Hammad entfachte, der sehr schnell gewaltsam wurde. Laut Hammads Interview bei Beast Kitchen fuhr der Rapper und Cousin von Arafat, Ali Boumaier, nach Essen, um die Sache zu klären. Doch das Friedensgespräch eskalierte, sodass Hammad wenig später mit ein paar Freunden bewaffnet nach Berlin fuhr. Vor Ort wurde das Problem dann vorerst aus der Welt geschafft. Und Mitte des Jahres 2015 musste Hammad dann für ein Jahr ins Gefängnis. Währenddessen spitzte sich auch die Lage zwischen Arafat und Manuelsen immer weiter zu. Denn Manuelsen wurde immer wieder auf die Shindy- und Bushido-Thematik in Interviews angesprochen, woraufhin er immer seine ehrliche Meinung äußerte, die manchmal wie Drohung klang. Die sind beide für mich menschliche Abschauen. Beide. Wahrscheinlich werden nach dem Interview Telefone klingeln, dies, das. Ich sage euch von vornherein, ich gerne nichts ran. Wer ein Problem hat, kann direkt in den Ruhrpott kommen. Am 1. Juli 2015 gab Arafat dann sein erstes offizielles Interview bei hiphop.de, in dem er unter anderem auf Manuelsen angesprochen wurde und indirekt in seine Richtung drohte. Dass er mir dann sagt, wenn du ein Mann bist, komm hierher. Und wenn ich da hinkomme, wird er nicht da sein. Und ich werde ihn auch nicht suchen. Weil wenn ich ihn suche, mache ich ihn zum Mann. Nur 4 Tage nach dem Interview von Arafat erschien dann das legendäre Kaffee Fool Interview, in dem Manuelsen bis ins Detail auf alle Ereignisse einging und klar machte, dass er ab jetzt kein Blatt mehr vom Mund nehmen werde. Ihr wollt spielen? Kein Problem, wir spielen. Aber bei mir gibt's nicht rechts oder links oder links, bei mir gibt's so frontal. Einen Tag nach dem Interview erschien dann die erste Single von Manuelsens Album Kill 'Em All namens Gerüchte 2.0, in dem er Shindy und Bushido namentlich erwähnte, ohne sie zu dissen. Bei der zweiten Single-Auskopplung aus dem Album, die 2 Wochen später erschien, erwähnte Manuelsen erneut Bushido. Deswegen gab es einige Monate lang ein Hin und Her zwischen dem Erst-Gute-Junge-Camp und Manuelsen, bis im November 2016 ein Video im Internet auftauchte, in dem ein Junge vor dem Restaurant von Arafat im Namen von Erst-Guter-Junge Manuelsen aufs Heftigste disste. Er verwendete mehrmals die N-Bombe, beleidigte Manuelsens Mutter und sogar die Mutter von Manuelsens Tochter. Du machst auf cool, aber hättest gern Bushidos Ruhm. Er liegt am Pool, deshalb schreibe ich einen 16er. Ich chill mit Arafat und heute ist dein Pechtag. Ich lege deine Ex flach, die Dreckslatte. Ab da an fing Manuelsen offensiv gegen Erst-Guter-Junge und dessen Aushängeschild Bushido zu schießen. Und disste sogar die Frau von Bushido. Und das seit 2008. Lakunde wie du Köter essen hier aus dem Napf. World of Warcraft auf deinem iPad, ich dein Samurai-Swag, reicht nicht. Deine Liebe ist nicht mal mein Sidechick. Mach nicht auf cool, Mann. Sieh immer, wenn die Werder spielt, verfällst du im traumatischen Zustand. Aufgrund dessen soll es im Hintergrund mehrere Male Auseinandersetzungen gegeben haben, die teilweise sogar gewaltsam endeten, sodass es bis heute immer wieder kleine Streitereien zwischen Arafat und Manuelsen gab. Im Jahre 2017 wurde Hammad dann wieder aus dem Knast entlassen und kurze Zeit später entfachte wieder der Streit zwischen Arafat und ihm, der im Internet begann und blutig auf der Straße endete. Denn nachdem sich Arafat und Hammad am Telefon gegenseitig bedrohten, fuhr Hammad laut der Bild mit 15 Kumpels zu der Werkstatt von Arafats Cousin, wo bereits 5 Männer mit Baseballschlägern und Macheten auf Hammad warteten. Die Situation eskalierte sehr schnell und der Cousin von Arafat schlug mit einem Baseballschläger auf Hammad ein. Daraufhin zog Hammad eine Waffe und feuerte mehrere Male auf die Jungs und traf dabei den Cousin von Arafat am Oberschenkel und eine andere Person am Bein, bevor er dann vom Tatort flüchtete. 2 weitere Personen wurden bei der Tat ebenfalls verletzt und die gesamte Aktion wurde auf Kamera festgehalten. Wenig später wurden 10 Leute festgenommen, darunter auch Hammad, der aufgrund der Aktion im Jahre 2018 zu 4 Jahren Haft verurteilt wurde. Im Jahre 2022 wurde er dann in seinen Heimatort, den Libanon, abgeschoben. Dieser Beef ist das beste Beispiel dafür, wie die meisten Streitereien enden. Es fing mit einem kleinen Beef zwischen K1 und Bushido gegen Manuelsen an und endete in einer Schießerei, in der Leute getroffen wurden, die im Grunde nichts mit der Entstehung des Streites zu tun hatten. Doch auch nach so einem heftigen Streit gab es keine Ruhe bei Erst-Guter-Junge. Denn im Jahre 2017 entstand schon wieder ein neuer Beef, der von Bushido begonnen wurde. Und zwar der Beef gegen Farid Bang und Kollega.
Am 3. März 2017 veröffentlichte Bushido ein Ansagevideo, in dem er bekannt gab, dass Lars Unlimited mit Erstguter Junge zusammenarbeitet. Lars hatte zu diesem Zeitpunkt einen jahrelangen Beef mit Kollega und Farid Bang. Und da Lars der klare Verlierer bei dem Battle war, machte Bushido eine indirekte Ansage an Farid und Kolle und gab bekannt, dass man ab jetzt nicht mehr auf Lars herumtreten könne. Auch an alle Leute gerichtet, die irgendwie auch der Meinung sind, dass sie da irgendwie Lars so als Punching Ball benutzen können. Also die Zeiten sind vorbei, meine Freunde. Könnt ihr euch direkt auf jeden Fall mal abschminken. Diese Ansage war der Startschuss. Denn Kollega und Farid Bang, die Lars Unlimited bis zur Ansage eigentlich in Ruhe lassen wollten, fingen ab da an, wieder gegen Lars zu sticheln, sodass sich wieder mal Arafat einschaltete und Ansagen über Twitter und Instagram verteilte. Am 26. März veröffentlichte Farid Bang dann per Facebook ein offizielles Statement gegen Bushido, in dem er ankündigte, dass er die Herausforderung von Bushido dankend annimmt und ab jetzt wieder Lars dissen werde, sodass sich die komplette Rap-Szene auf einen heftigen Beef einstellte. Doch bevor überhaupt ein Song erschien, kam es schon zu der ersten Auseinandersetzung außerhalb der Musik. Denn nur ein paar Tage nach dem Statement von Farid, war Farid Bang in Berlin unterwegs und wurde von 30 Männern, die laut Farid von Arafat geschickt wurden, aufgelauert. Zum Glück konnte die Situation vor Ort geklärt werden und Farid machte sich einen Tag später über Facebook lustig über die Aktion. Am 3. Juni waren dann Shindy, Ali Boumaier und Kollege auf ein Festival in München gebucht. Und nachdem Kollege einige indirekte Ansagen in Richtung Erstguter Junge verteilte, postete Arafat öffentlich, dass sie sich auf dem Festival sehen werden. Und so war es dann auch. Kollege und das Erstguter Junge Camp trafen bei dem Festival im Backstage-Bereich aufeinander. Doch nur Arafat redete mit Kollege. Beide waren mit einem riesen Anhang unterwegs und diskutierten lautstark miteinander, während sie von Fans gefilmt wurden. Bushido und Shindy waren ebenfalls anwesend. Doch die beiden schauten nur vom Weiten zu und standen ganz ruhig im Eingangsbereich ihres VIP-Zeltes. Laut Arafat kam Kollege sogar in den VIP-Bereich, um mit Bushido zu reden. Doch Bushido soll nur auf den Boden geschaut haben. Nach dem Festival wurde es 3 Monate lang ruhiger in dem Beef, bis Farid und Kolle den 3. Teil ihrer JBG-Reihe ankündigten und im September 2017 mit ihrer ersten Single namens Sturmmaske Andeutungen machten, dass Bushido gedisst werden würde. Als dann JBG 3 im Dezember veröffentlicht wurde, bekam Bushido auf 17 Tracks 33 Disslines ab. Doch das erste Mal in Bushidos Karriere antwortete er nicht auf die Angriffe seiner Konkurrenten. Denn während Bushido öffentlich von Kolle und Farid angegriffen wurde, entstanden interne Streitereien zwischen Bushido, seiner Frau und Arafat, die so schlimm wurden, dass Bushido und Arafat Ende des Jahres 2017 ihre Geschäftsbeziehung beendeten und bis Januar 2018 intern darüber verhandelten, wer wie viele Prozente von ihren gemeinsamen Geschäften erhalten sollte. Bei den Gesprächen sollen Arafat und seine Brüder Bushido angegriffen haben, sodass Bushido sie anzeigte und begann, gegen Arafat auszusagen, ähnlich wie K1 Jahre zuvor. Ab dem Jahre 2020 standen Arafat und Bushido rund 3,5 Jahre lang vor Gericht, wo Bushido angab, dass das Verhältnis zu Arafat einer Zwangsehe ähnelte und er jahrelang von Arafat ausgebeutet wurde. Die Polizei sah in Bushido einen Kronzeugen, um die kriminellen Clans in Berlin zu zerbrechen, weswegen sie alle Anschuldigungen gegen Arafat sehr ernst nahmen und Bushido und seine Familie jahrelang unter Polizeischutz standen. Doch während 114 Verhandlungstage wurde schnell ersichtlich, dass Bushido und Arafat neben ihrer Geschäftsbeziehung, die vertraglich abgesichert waren, jahrelang eng befreundet waren. Außerdem tauchten mehrere Audioaufnahmen auf, die von Arafats Handy aufgenommen wurden und die beweisen konnten, dass Arafat nie handgreiflich wurde, während er mit Bushido verhandelt hatte, wie Bushido erst behauptete. Deswegen wurde Arafat von allen Anklagepunkten freigesprochen und kassierte nur eine Geldstrafe in Höhe von 81.000 Euro, weil er den Ton bei den Verhandlungen mit Bushido ohne dessen Einverständnis mitgeschnitten hatte. Die Staatsanwaltschaft hat vor ein paar Tagen Revision gegen das Urteil eingelegt. Ob der Fall nach ganzen 113 Tagen noch einmal vor Gericht kommen wird, ist heute noch unklar. Doch jetzt könnt ihr entscheiden, nachdem ich versucht habe, die ganze Story zwischen Arafat und Bushido und jeden einzelnen Beef zu durchleuchten. War Arafat sowas wie der Zwangsehepartner, der Bushido nur ausgenommen hat und Bushido derjenige, der nur das gemacht hat, was Arafat befohlen hatte? Oder war Arafat Bushidos sogenannter Rücken, der dafür gesorgt hat, dass Bushido unantastbar war? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dieses Video war mit Abstand das komplizierteste Video, das ich jemals gemacht habe. Also vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Checkt auch gerne meine anderen Videos ab. Bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Video. Gerne.